Und weiter im Text. So, fertig. Also, wir haben noch 4 Monate bis zur G3. Das heißt, Zeit für ein neues Spiel. Und unsere Dreifach-Booster ausnutzen. Neues Topic. Airplane oder Prison Simulator? Airplane. Medium. Everyone. Simulator. Plattform. Also ein Airplane Simulator könnte man auch gut mit einem Controller spielen. Lizenzkosten 1 Million. Und hat keinen wesentlich größeren Marktanteil als ein PC. Och nö, du, lass mal. Game Engine, Anti-Engine 2. So, das ist Schleichwerbung. Lufthanse. Das ist keine Schleichwerbung mehr und es ist lustig. Jedenfalls für mich. So, weiter. Und Action Games sind popular. Natürlich. Das hättest du auch nicht vor 10 Sekunden sagen können. Können wir noch ganz kurz das Thema ändern? Denkt man nicht, ja. Okay. Engine. Warte mal. Das passt doch soweit, oder? Physik ist schon mal relativ wichtig bei dem Flugsimulator. Der Rest ist ein Bonus. Joystick ist beim Flugsimulator wichtig. Steering Wheel ist nur für Rennspieler. Gamepad-Unterstützung wäre noch ganz toll. Okay. Oder ist Steering Wheel vielleicht auch dieses Pedalzeug für Luftzeug? Also für Flugzeuge? Zeug. Nee, ich glaube nicht. So. Hype baut sich von alleine auf. Das wird gleich noch viel mehr, wenn die G3 kommt. Und sobald 2 anfängt, schmeißen wir den Boost an. Das sieht jetzt schon ziemlich gut aus. So, Dialoge sind nicht so wichtig. Level Design. AI Companions brauchen wir nicht. Das lassen wir einfach alles so, wie es ist. Und Boost. Boost. Okay. Plop, 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 plop. Transport Tycoon hat 7,7 Millionen gebracht. Okay. Nicht die Welt, aber trotzdem ziemlich gut. Wer bedenkt, dass unsere Lebenshaltungskosten bei 250.000 sind und wir so 4-5 Monate zum Herstellen brauchen. Also ja, definitiv gutes Plus. 3D-Grafik ist okay. Sound. Also wenn ich einen Flugsimulator spielen wollen würde, dann müssten die Triebwerkssounds ziemlich gut sein. Surround Sound. So, World Design müsste auch höher und Grafik wird er wieder meckern. Ja, 80%. Virtual Economy kann raus. Realistisches Wetter müsste eigentlich rein. Aber das wird nicht hinhauen. Ne, muss raus. Das heißt, World Design könnte ein bisschen runter, da wird die anderen was bekommen. Ja, das sieht okay aus. Fertig. Phase 3, wir nähern uns der 300, Boost ist alle, Bugs knacken die 60er-Marke und wahrscheinlich auch die 70er. Jo. Jetzt heißt es warten. Also 38er Boost kann ruhig sinken, das ist uns vollkommen egal, denn wir nehmen jetzt eine Large Boost. Also 38er Hype kann egal sein, weil wenn wir jetzt 1,5 Millionen darin investieren, kriegen wir richtig viel Hype. So. Und jetzt haben wir 1 Monat Zeit, die Bugs zu fixen, Design-Technologie hoch zu pushen und danach dann nochmal Zeit nach der G3, um das dann noch weiter zu pushen. Also ja, die Lufthanse müsste ein gutes Spiel werden. Und er ist schon wieder urlaubsreif. Okay. So, Besucherzahlen. Schauen wir mal. Sind das da hinten unsere alten Spiele? Nee, ich glaube nicht. Das wäre auch noch cool, wenn man so Cover dafür hätte für die Spiele, die man auswählen könnte. Und fast 1 Million Besucher. Sehr schön. Platz 70. 56. So, Hype 318. Den Hype halten wir noch mal eine Weile. Erhöhen weiter die Punkte. Oh, fällt. So. Neuer Rekord, neuer Rekord. Neuer Topic, neue Combo, super Combo. Und sonst nichts. Aber das reicht mir schon.
Und dass beides neue Rekorde sind, ist auch toll. Auch wenn jetzt gerade Action populär ist, aber... Nee. Flugsimulatoren sind auch sehr actionreich. Release Game. So, du musst Urlaub. Der Rest macht gleich Contract Work, um die Zeit hochzuschlagen. Lufthansa. Da sind zu viele Einser dabei gewesen. Ah, schade. Ist schon ein bisschen besser. Doch, okay. Das ist also ein 7er Spiel. Ne, 6,75. Ist auch okay. So, Contract Work. Starten. Zahlen sind so lala, aber es gibt Fans und Fans sind wichtig. So, du bist auch wieder da. Aber der Boost ist zu niedrig und wir haben nicht genug Forschungspunkte. Also ballern wir kurz alle Contract Works durch. Goldstatus für Lufthansa. Wir haben nur noch 2 Jahre Zeit für was auch immer. Für das neue Büro zum Beispiel. Und Platin-Status für Lufthansa. Plupp. 216 Research-Punkte. Ich stelle jetzt mal noch jemanden ein. Auch wenn das wahrscheinlich viel zu spät ist. Fill Position. Es soll ein Techniker sein. Budget ist hoch. Start Looking. Und das Action-Ding ist weg. Contract Work. Starten. Gucken wir mal, wie wir gleich bekommen. Level 1 ist schon mal nicht gut. Ich hätte gerne was richtig Hohes. Level 3 ist schon besser. Technologie 457. Das klingt gut. Und ein richtig niedriges Gehalt. Aber du brauchst Technologie eigentlich 720 rum. Das heißt, du wirst eigentlich nur durchgehend trainieren. Oh, ja. Skynet hat sich super in deiner, während du es gemanagt hast, entwickelt. Es wird Zeit, aus dem Technologiepark auszuziehen und in ein Gebäude, das es wert ist, zu uns zu gehören. Es ist nicht billig, aber es erlaubt uns weiter zu wachsen. 8 Millionen, die zahle ich doch gerne. Mal gucken. Wow. Sogar meine eigenen Küche und Miet. Boy, Sachen und anderem Zeug. Okay. Wir haben Zugang zu einer Universität. Zu mehreren. Okay. Dann stellen wir doch gleich nochmal einen 4. Mann ein, oder? Ja, ich denke schon. So, du bist ausgepowert. Warum bist du ausgepowert? Okay. Hallo Skynet, wir haben gerade erfahren, dass ihr ein neues Hauptquartier in der Nähe von unseren Universitäten aufgemacht habt. Wir starten in Kürze einen extra Kurs über Spieleentwicklung und könnten eure Hilfe gebrauchen. Ja, wir können allerdings nicht dafür bezahlen. Okay, aber es könnte eine gute Möglichkeit sein, eure eigenen Fertigkeiten zu erhöhen. Neues Training ist möglich. Guti, du kriegst erstmal Training, und zwar das Hallo-Training. Wir können noch mehr Leute anstellen. Okay, Showreel 500.000. Also jetzt den 4. Mann als Grafiker. Ich verstehe immer noch nicht, warum die so ausgepowert sind und keinen Urlaub machen dürfen. Aber gut, du machst mal ein... Research und Development Kurs. Okay. Oh, was jetzt? Wow, also Jonah Chen redet gerade. Wer da? Wow, dieses Office ist, also das Büro ist super und die Location ist auch perfekt. Warum eröffnen wir nicht unser eigenes Research und Development Department? Boah, das könnte wirklich unseren Research verbessern. Es wäre nicht billigt, aber es würde zu uns zu einem leitenden Innovator, also jemand, der Sachen entwickelt, der Spielindustrie machen. Okay. Wir sollten aber mindestens erstmal einen Spezialisten haben. Okay. Du musst einen Spezialisten
auswählen, um das Research und Development Lab zu erstellen. Ja, also so wie das wir jetzt auch schon gemacht haben. Ja, gut. Genau, du wolltest auch noch trainieren. Und zwar ein Technologiespezialistenkurs. Oh, 700 Technik, 100 Research-Punkte, 5 Millionen. Hau rein. Wir haben jetzt richtig gute Leute. Jetzt müssen wir nur Spiele entwickeln können, wo man auch 4 Leute einsetzen kann. Experience Level 3. 4. Der. Wow. Ich glaube, den nehme ich gleich. Nee. Du, der kann jetzt schon zum Spezialisten werden. Zack. Und große Spiele können entwickelt werden. Oh, das will ich sofort machen. Research. Habe ich gerade mein Büro verschoben? Large Games. Und ja, ich kann in meinem Büro scrollen, so groß ist es. So, du trainier doch mal Programming. Du trainier doch mal Welcome-Zeug. Und das wird immer weniger bei denen und ich kann sie nicht in Urlaub schicken. Das ist komisch. Und wir haben neue Contract-Jobs von Jason. Aber alle sind am Trainieren und sind tierisch ausgepowert. Das heißt, ich glaube, ich mache gleich eine Weile Contract-Work, so lange, bis ich die hier irgendwie in Urlaub schicken kann. Und Lufthansa hat 17 Millionen gebracht. Das ist schön. Mehr als 250.000 Fans. Wir sollten jetzt in der Lage sein, große Spiele selber zu publishen. Hatte ich vor, sobald ich es kann. Und sobald alle irgendwie erholt sind. Contract Work. Start. Oder ist es jetzt ein Meta für irgendwas anderes geworden? Ich denke nicht. Die müssen wahrscheinlich erstmal ins neue Büro gewöhnen. Und das sieht gar nicht mal so toll aus bei uns gerade. Ah doch, jetzt klappt's. Komm. Es wäre peinlich, wenn das jetzt nicht schaffen würden. Jo. Sehr schön. 232.000. So, er ist gleich voll. Er noch lange nicht. Ah, jetzt können wir ihn wegschicken. So, Urlaub. Du nicht. Aber du bist einer von den Alten. Morgen Contract Work. Bis sich alle an die Umgebung gewöhnt haben. Also Antigierung hat sich schon mal eingelebt. Und er hat drei, oder sie hat drei Bildschirme. Neid. Und die anderen sind alle voll. Sehr schön. Also wir könnten jetzt anfangen, was Tolles zu machen. Wir hätten gerne ein neues Spiel. Wir hätten gerne ein großes Spiel. Mit einem neuen Topic. Und zwar Prison. Simulator, damit ich sie umstellen muss. Prison. Architect? Ne, das ist zu billig. Prison. Planner. Kitschig und auch nicht viel besser, aber was soll's. Plattform ist wie immer der PC. Game Engine ist die Engine. So, gucken wir mal, was bei großen Spielen anders ist, außer dass sie wesentlich mehr kosten. Start. So, alle losploppen. So, also. Jonathan Lee ist für die Engine zuständig und powert sich dabei jetzt schon richtig schnell jetzt aus. Video Playback, Online Play. Was kann weg? Save to Cloud kann weg. Was haben wir noch? Story und Quests brauchen wir nicht für einen Simulator. Wir brauchen kein Gamepad, wir brauchen keinen Joystick. Charakterprogression, warum nicht? Wie schaut's mit der Story aus? Wir haben nämlich eigentlich einen Story-Spezialisten. 77 passt nicht. Lineare Story, das passt. Okay.